Ja, herzlich willkommen bei 1000 BestTV. Heute schauen wir uns an ein lässiges, leibendes Gebrauchtmotorrad. Eigentlich ein furchterregendes. Dennis, du traust dich, oder? Ja, ich traue mich. Suzuki B-King. Suzuki B-King. Ich glaube, er weiß noch nicht, dass die noch keine Traktionskontrolle und so hat. Da muss man ein bisschen was können am Gasgriff. Schauen wir mal, ob wir zum Ende des Videos auch noch vollzählig sind, nämlich zu dritt. Weil einer fehlt schon jetzt, aber nicht wegen der B-King, sondern wegen der Nikotinsucht. Zonko ist gerade rauchen gegangen. Bleibt dran, Mördervideo über ein mörderisch mächtiges Nakedbike. Ja, wir sind da zu Gast bei der Motorradklinik hier am Standort Leibniz und da muss ich ein ganz großes Dankeschön natürlich sagen, weil wir kriegen von dem diese Probefahrtkennzeichen, dürfen die Motorräder fahren und es ist ja wahnsinnig was los in dem Laden, also die Leute brennen hier fürs Motorrad. Vielen Dank an die Motorradklinik, danke an den Josef und sein Team, dass sie heute Zeit uns gegeben haben, Zeit uns geschenkt haben und das Motorrad uns zur Verfügung gestellt haben, damit wir für euch das geile Video machen können. Danke Josef, danke Motorradklinik. Servus. Ja, jetzt sind wir eine ganze Weile unterwegs gewesen mit der B-King oder auch Big King, könnte man sagen. Ja. Wir haben, glaube ich, ganze Menge Fahreindrücke sammeln können, auch wenn wir am Anfang sehr vorsichtig mit der B-King unterwegs gewesen sind. Ist klar, so ein edles Stück, was von 2007 bis 2011 produziert worden ist. Da wollen wir natürlich alles vermeiden, um dieses schöne Motorrad nicht zu verschandeln. Es soll ja schließlich noch einen neuen Besitzer finden. Von den Leistungsdaten ist man, glaube ich, ganz schön beeindruckt. 184 PS haben wir, die hier am Hinterrad anliegen und 234 Kilogramm Trockengewicht, wenn ich mich irre. Also gewichtstechnisch ein mächtiges Gerät mit dabei. Sind hier in der schönen Steiermark unterwegs gewesen und haben hier ein paar Pässe auf- und abgefahren und die Remus-Endanlage, ja, das haben wir auch schon in unserem Facebook-Livestream gezeigt, die hat dann ihr Übriges getan. Schön dezent, aber dennoch kraftvoll waren wir unterwegs gewesen und diesen Leistungspunch, den die Maschine hat, schon ganz unten, der ist komplett spürbar über das gesamte Drehzahlband und ich glaube, von unseren drei Maschinen, die wir hier in der Miniserie getestet haben, darf das definitiv einer der Favoriten sein. Wäre vielleicht auch ganz interessant, was ihr darüber denkt. Aber genug philosophiert. Ich würde ganz gerne mal direkt den Nils mit dazu rufen und ein paar Eindrücke zusammen mit Nils besprechen. Nasty Nils, ich grüße dich. Servus. Grüß dich, Dennis. Danke. Du, als erstes müssen wir uns bedanken bei dem Markus. Ja, der Markus geht da drüben ins Büro, hat uns beim Livestream gesehen und hat uns sofort in der Ladung Kaffee vorbeibracht. Markus, Weltklasse. Wegen dir, wegen die Videos jetzt gleich zehnmal so leibend. Daumen hoch für Markus, der hier aus der schönen Südsteiermark ist. Hattest du mir eine Frage gestellt, Dennis? Entschuldigung. Nein, noch nicht. Das ist alles super. Okay, das gut. War wirklich mega. Ne? Er schaut aus dem Fenster, sieht uns im Livestream und bringt uns einen 4-Euro-Pack Kaffee vorbei. Normalerweise werfen sie mit Gegenständen auf uns, die spitz sind und wehtun. Diesmal bringen sie uns Kaffee. Super, ja. Na, was kann ich tun für dich, Dennis? Du, Nils, ich sag mal so, der erste Moment, als ich mich auf die Maschine gesetzt habe, bevor ich überhaupt losgefahren bin, habe ich gemacht, oh, muss tierisch aufpassen. Keine Traktionskontrolle, keinerlei elektronische Helferlein mit an Bord, außer ABS. Natürlich nicht schräglagenabhängig. Und ja, weißt du, diese Leistung, die Maschine dann mit sich gebracht hat und diesen Kindheitstraum, den ich damit auch ein Stück weit verbinde. Weißt du, damals Hayabusa Motor B-King, da wusste jeder Bescheid, oh, das ist so eine richtige Sternstunde gewesen, wenn du damit unterwegs warst. Da hatte ich natürlich ganz, ganz großen Respekt. Aber ich finde, sobald man sich dann raufgesetzt hat aufs Motorrad im ersten Moment, da hat man zumindest, was die Sitzposition angeht, einiges an Komfort und halt auch Sicherheit vermittelt bekommen. Wenn man dann unterwegs ist und vielleicht ein bisschen stärker einlenken muss, habe ich gemerkt, man muss aufpassen. Das Gewicht von der Maschine merkst du schon ganz schön heftig in den engen Kernen. Wie ging es dir da? Ja, es ist so, dass so eine Maschine wie die hier heutzutage halt nicht mehr so gemacht wird, weil es halt nicht massentauglich ist. Das macht sie halt so sympathisch, weil die Maschine nicht einfach zu fahren ist. Man braucht ein bisschen Druck am Lenker, sie fällt nicht von alleine in den Radius, ist sicher auch nicht zugänglich mit den 180 Pferde, die da unsensoriert ans Hinterrad geschickt werden. Aber das ist ja auch die Faszination der Maschine. Ich glaube, die Maschine
ist toll für Leute, die schon lange Motorrad fahren, kräftige Motorräder mögen, selbst vielleicht auch ein bisschen kräftigere Leute sind, dann wirken die auf der Maschine auch nicht so verloren, weil so moderne, austrainierte, drahtige Dinger, die sind halt nichts, wenn du selbst 1,95 groß bist und 100 Kilo auf die Waage bringst. Und so eine Peking ist halt echt maskulines Ding, das dann auch bewegt werden kann, wenn man ein bisschen einen Körpereinsatz hat beim Einlenken, ein bisschen einen Druck gibt auf den Lenker. Vom Motor jetzt Angst haben, ich habe natürlich auch ein bisschen Respekt gehabt, weil ja, man ist ja nicht mehr gewohnt, aber diese japanischen Vierzylinder sind halt schön zum Dosieren, auch der hier, und vom Chassis her ist ja das wirklich eine gute Ware, du hast hier eine fette Schwinge drauf, einen guten Rahmen und damit ist es auch einigermaßen stabil, kannst schön am Gas ziehen und die Maschine ist jetzt keine wütende Beste, die irgendwelche komischen Dinge macht. Aber natürlich, am Ende des Tages sind es jede Menge Pferde, die halt da nach vorne schieben. Und eins muss ich schon noch loswerden, sonst nimmt man die Passage der Zonko weg. Heutzutage, kann sich ja keiner mehr daran erinnern, aber heutzutage ist es so, dass man uneingeschränkt positiv die Legende Peking feiert. Damals, Zonko steht da drüben, vielleicht nickt er dann, war man ein bisschen enttäuscht, weil sie wurde uns ja versprochen als Kompressormotorrad mit 250 PS und dann war es ja nur die 184 oder irgend sowas PS. Und da hat man damals so ein bisschen die Nase gerümpft, sie kam ja zu spät und zu schwach, aber jetzt alles vergeben und vergessen. Eine faszinierende PS-Bombe, die ein super PS-Adrenalin zu Leistungs-, also zu Preisverhältnis hat. Als Alternative möglicherweise eine K1300R von BMW, die ähnlich viel kostet. Ansonsten gibt es nichts Vergleichbares damals, halt aus damaligen Baujahren. Ja. Jetzt immerhin muss man sagen, man hat zwei verschiedene Riding-Modes mit dabei. Ja. Extrem lässig auf dem Tank kannst du halt A- und B-Modes umswitchen. Und ich glaube, hast ein bisschen leistungsreduzierte Variante mit weniger PS am Hinterrad, wenn es dann doch mal regnen sollte. Ja. Habe ich mal so ein bisschen hin und her geswitcht. Ja, das kannst du während des Fahrens halt nicht ändern, muss man sagen. Da merkt man halt schon so ein bisschen das Alter. Aber insgesamt, ich fand es eigentlich ganz cool, weil du hast eine Ganganzeige mit dabei, die Leistungsentfaltung von der Maschine. Ich hab mich ganz ehrlich in dem Fall nicht komplett rangetraut, weil so eine Legende will ich ehrlich gesagt nicht in Graben liegen haben, auf meinem Konto. Weißt du, was ich meine? Das wäre mir zu gefährlich. Aber ich finde, das sind... Ja. Aber na, wirklich, Spaß beiseite. Ich finde, dass gerade auch die Bremserei bei der Maschine wirklich noch zeitgemäß ist. Und von allen Bikes, die wir getestet haben, haben wir hier die schönste hydraulische Kupplung. Die ist wirklich weich, gängig. Da hast du einen schönen Druckpunkt, beziehungsweise merkst wirklich, wo die Maschine kommt und kannst ganz sauber mit der Kupplung arbeiten. Und dann merkt man gar nicht, dass die Maschine keinen Schaltassistent und andere Spielereien mit an Bord hat, weil es halt wirklich ein gutes, mechanisch funktionierendes Bike ist. Ja. Da war ich wirklich positiv überrascht und habe eine Menge Spaß im Sattel gehabt. Aber du hast es auch angesprochen, ich sag mal, wie sie kommen sollte, wie sie gekommen ist. Ich glaube, letzten Endes, wenn man die Leistung auf die heutige Zeit transferiert, dann ist es nach wie vor absolut mächtig. Außer, dass wir natürlich heute eine ganze Menge Gewicht eingespart haben. Ne? Ich glaube, wir haben 234, 236 Kilogramm trocken. Das schaffst du halt heute mit über 200 PS und 200 Kilo. Ne? Das merkt man dann schon. Aber mit Körpereinsatz fand ich auch, kann man es wieder ganz gut wettmachen. War es kein Problem. Ja, und jetzt würde man den Zonko mal ranholen. Ich meine, sonst trinkt er alle Kaffees von Markus aus. Zonko, aber da haben wir schon alles gesagt, oder? Na, hast du noch was? Zonko. Mit frischem Kaffee und frischen Kräften. Super, ja. Zonko. Ich bitte dich, Zonko. Du, Dennis, ich sage das alles gesagt zu Peking, das kann natürlich nie sein, weil der Peking, nicht? Das ist einfach so gewesen, wie das damals gekommen ist. Natürlich, da hat er schon recht gehabt, der Nils, wir waren ein bisschen enttäuscht, aber jetzt hat gar nicht so sehr, dass der Kompressor nicht gekommen ist, weil es hat ja, ich meine, weißt du die Newtonmeter auswendig? Das hat ja 170 Newtonmeter oder so. 170? Ich glaube 144, wenn ich mich nicht irre. Ja. Müssten es, glaube ich, sein. Okay. Aber, warte. Ja. Du, warte, egal, aber auf alle Fälle, ja, der Nils, glaube ich, schaut eh schon nach. Nein. Okay, du, aber es ist auf alle Fälle so gewesen, dass diese Motorisierung für ein Nektbike war das Outstanding. Und wie wir jetzt gefahren sind, es ist immer noch Outstanding. Es ist einfach 184 PS und keine Ahnung, über 140 Newtonmeter, sagen wir halt. Das ist eine echte Gewalt. Und ich kann mich halt erinnern, ich behaupte das als Dauertester gehabt damals. Das ist an der Ampel weggefahren, diese 200er Walze da hinten drinnen, die hat durchdraht. Und sobald sie die ein bisschen erwärmt hat, ist es aufgestiegen. Deswegen habe ich diese Maschine Eisenmammut genannt und mit der bin ich durch Wien gewütet. Das war unvorstellbar. Also ich habe eigentlich nie wieder sowas erlebt, was so krank war wie das, weil das, ich meine, es hat natürlich keine Traktionskontrolle. Das hat es damals einfach nicht gegeben. Das wäre, aber ich bin mir sicher,
damals, wenn da irgendeiner gesagt hätte, so Traktionskontrolle, das wäre wie Schlaraffenland gewesen, das aber keiner will. Ein Schlaraffenland, das keiner will. Und bei der Peking, was ich jetzt auch gemerkt habe, das habe ich vergessen gehabt, dass tatsächlich der erste Impuls beim Einlenken ist ein bisschen schwierig, da schiebt wahnsinnig viel Gewicht hin. Nur wenn du diesen ersten Impuls, wenn du das überwunden hast, hat es meiner Meinung nach eine wirklich schöne Schräglagenfreiheit. Und das, wo ich heute dort vor Freude fast in den Helm geweint habe, ist einfach das gewesen, dass du mit dieser Maschine wieder dieses Fahren kultivierst. Also da bin ich, das war wie so ein Backflash. Ja, genau so ist es gegangen. Du ziehst am Kabel und achtest einfach ganz genau, ob jetzt hinten diese Traktion abreißt oder nicht. Und das ist leider das heutzutage verloren gegangen, weil ja alle starken Motorräder eine Traktionskontrolle haben, die ja fantastisch funktioniert. Nicht nur früher hast du das selber machen müssen. Und da habe ich jetzt so eine Freude gehabt, weil der Motor hängt wahnsinnig schön am Gas. Ich finde, du spürst das Hinterradl relativ gut und du hast echt ein Gefühl, den Grad, na, was vertraut es jetzt und was vertraut es nicht. Und das ist natürlich ein wirklich aufmerksames Fahren. Und selbst so, wie es jetzt da steht, ich meine, sie hat jetzt Gott sei Dank die Remus-Auspuffe, weil das war auch was, die Augen tröten, das war nicht wahnsinnig schön, das hat natürlich auch viele enttäuscht. Aber mit so schlanke Remus-Auspuffe war das immer in Ordnung. Und ich finde, sie steht nach wie vor wirklich toll da. Und also ich wäre selber stolz, wenn ich sowas hätte, Dennis. Super. Zonko, ich glaube, du hast da schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich das Design. Ja? Das ist halt bei der Maschine extraordinär, würde ich mal so behaupten. Ja. Die sieht halt auch, finde ich, nach wie vor ziemlich futuristisch aus. War ja sogar mit im Transformers-Film, glaube ich, auch mal mitzusehen. Ja? Weil wenn man sich die Maschine anschaut, ja, ich glaube, entweder man liebt sie, oder man hasst sie. Ich glaube, früher haben sie vielleicht mehr Leute gehasst. Mittlerweile hat sie einfach schon so einen Kultstatus. Ja. Und ich denke, das wird so zu den Bikes gehören, wenn die in der Garage stehen hast und die so gut erhalten ist wie so ein Bike. Ja, da hast du halt eine echte Wertanlage, wenn du sie nicht legst. Ne? Ja. Vielleicht auch interessanter Punkt, ja, Zugänglichkeit für, ich sag mal, ja, Fahranfänger oder Hobbyfahrer, die vielleicht nicht so oft unterwegs sind, denen sei gesagt, hier ist wirklich Obacht zu walten lassen. Also muss man wirklich Obacht walten lassen, weil das halt eine Maschine ist, da brauchst du halt wirklich ein Feingefühl. Ich habe mich ganz ehrlich nicht komplett getraut, da in Bereiche zu gehen, wie ich es mit einer neuen, modernen Maschine mache, aber es spielt sich halt extrem viel im Kopf ab. So ging es mir, ja. Weil du, wie du schon gesagt hast, sagen wir das, die Maschine gibt dir ein tolles Feedback. Du musst dich halt drauf einlassen, du musst dich drauf einspielen. Du bist sie früher gefahren, du bist zig Jahre länger im Sattel als ich, ja. Da ging es mir dann halt so einen Moment, ja, okay, nach zwei, dreimal hin und her wechseln zwischen den Maschinen habe ich gemerkt, ah, okay, Sitzposition mit dem breiten Tank, habe ich mich schnell wieder dran gewöhnt, ja, auch was die Lenkerbewegung und das Einknicken, sage ich mal, der Maschine durch das Gewicht angeht und den Schwerpunkt einfach, ja, der ist schon eine Hausnummer, dann habe ich mich da ganz gut dran gewöhnt und dachte, hey, das passt eigentlich, aber die Leistung, das Leistungspotenzial abzurufen, da war ich heute definitiv nicht dran. Ja? Ja. Aber Dennis, weil du das gesagt hast, das hat mich richtig schockiert, es wird keinen Einsteiger geben, der sagt, ich möchte es haben. Und wenn es den gibt, der hat einfach wahnsinnig viel nicht verstanden. Ein Peking, dieses Motorradl, also das wäre früher undenkbar gewesen, dass da ein Anfänger sich auch nur an Gedanken daran verschwendet, dass er sich das Motorradl kauft. Und das ist einfach nichts für einen Einsteiger. Ja. Zonko, du hast völlig recht, nur ich habe mir halt die Frage gestellt, weißt, weil nun kriegst du halt super, super tolle Naked, Hyper Naked Bikes mit über 200 PS, Ducati Street Fighter V4S etc. Und da hast du halt eine so gut funktionierende Elektronik, dass da könntest du halt geführt jeden einmal draufsetzen, ja, und der wird zumindest ein ganzes Stück weit, sag ich mal, damit unterwegs sein, wenn du halt vorsichtig mit dem Regenmodus, sag ich mal, unterwegs bist und halt ganz langsam am Gas bist, da kannst du dich halt gut rantasten, aber das hast du halt bei so einem etwas älteren Modell, was halt noch, sag ich mal, so mechanisch ist, hast du das halt nicht, ja, deswegen. Aber Dennis, jetzt ganz ehrlich, wenn sich dort irgendein Eierbär, der nicht fahren kann, auf so einer Ducati Street Fighter aufsitzt und der da fährt, na, das ist eh in Ordnung, nur so, dass du von A nach B kommst langsam, na, das kann jeder mit der Maschine, aber da gibt es einfach geeignetere Geräte. Und natürlich, es wird so Einsteiger geben, die nicht gut fahren, die trotzdem so etwas Herausragendes wollen, na, dann sollen sie damit, keine Ahnung, im Bummeltempo am Badesee fahren, ist ja wurscht, aber sobald man es artgerecht bewegt, ist das einfach nichts für einen Einsteiger. Auch als Ducati Street Fighter, das ist ein echter Blödsinn.
So cool. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Deine Meinung, ich weiß, wenn du halt ein Führerschein-Neuling bist oder hast schon ein gewisses Alter, dann träumt man ja von gewissen Maschinen, aber dass man da mitgibt, ja, langsam, aber stetig kann man sich steigern und da rankommen. Ja. So, jetzt ist der Josef bei mir von der Motorradklinik. Du Josef, jetzt haben wir bei einem Standard hier in Leibniz eine schöne Auswahl an Gebrauchten. Bei den neuen hast du auch eine sehr delikate Auswahl, da hinten solche VVS, Ducati und so weiter und so fort. Jetzt muss ich fragen, mittlerweile, teilweise die Gebrauchtmodelle sind ja schon relativ alt, das haben wir dann nicht bei 30.000 Euro, wie bei dieser V4S und so weiter. Jetzt tauschst du so ein altes Motorrad ein. Das ist ja wahnsinnig risikoreich für dich, weil du musst ja dann Gewährleistung geben. Wie kannst du das bei so einem Motorrad, was nur mehr 3.000 Euro quasi wert ist, überhaupt schaffen, dass du da in die Eingeweide reinschaust? Du hast da keinen Röntgenblick. Wie geht das? Ja, natürlich. Also wir schauen natürlich jedes Gebrauchtfahrzeug genau an. Es muss natürlich beim Ankaufstest werden einmal die Mängel herausgefunden und dann natürlich von uns auch repariert. Weil wenn wir ein Gebrauchtfahrzeug hergeben, muss es natürlich § 57 tauglich sein, keine Frage. Und im Prinzip auch, dass der Kunde nicht noch 500 oder 1000 Kilometer gleich wieder Reparatur hat von 500 Euro. Prinzipiell ist so, jedes Fahrzeug hat seine Schwächen und natürlich hat die guten Seiten. Aber sagen wir, jedes Fahrzeug hat gewisse Schwächen. Jetzt machen wir das seit 20 Jahren und wenn du jetzt ein Fahrzeug eintauschst, weißt du eigentlich schon bei den Gebrauchtfahrzeugen auch, auf was du schauen musst. Weil wir sind ja mit den Fahrzeugen aufgewachsen, was vor 20 Jahren neu war. Okay, das schauen wir jetzt an. Wir wissen eigentlich schon, auf was wir achten müssen. Ne? Und es gibt natürlich sehr gepflegte Fahrzeuge, es gibt nicht so gepflegte Fahrzeuge. Aber wenn wir da hinten durchschauen und durchchecken und wir finden das, dass das in Ordnung ist, dann kriegt der Kunde natürlich von uns ein Jahr Gewährleistung, natürlich. Ne? Und ich glaube, dass wir doch im Jahr an die 300 Gebrauchtfahrzeuge verkaufen. Und wenn überhaupt nicht einmal 10% Garantiefälle oder 15% Garantiefälle im Jahr zurückkommen. Und das sind meistens Kleinigkeiten. Das ist jetzt, also die 300 überraschen mich. Was mich jetzt aber leider ein bisschen traurig stimmt, ist die Tatsache, man braucht leider viel Know-how. Das heißt, wir können jetzt den Leuten nicht sagen, sie müssen immer, keine Ahnung, Gabelkopflager anschauen und immer Schwingerlager anschauen, sondern es ist bei jeder Fahrzeugtype immer irgendein anderes Leiden, das halt typenbekannt ist und das muss man halt wissen. Das kann man jetzt nicht in einem 3-Minuten-Video erklären, oder? Ja, genau so ist es. Die typischen Sachen wie Lenkkopflager, wie du sagst, oder Antriebssatz, das schaust du so als erstes als Mechaniker. Ne? Und dann bei einer Probefahrt, das ist nicht das Allerwichtigste, nach der technischen Durchsicht, hörst du das Getriebe an, hörst den Motorlauf an. Und wenn die Mechaniker Gespür für das Fahrzeug haben, dann merken sie auch bei der Probefahrt, ob was nicht passt oder nicht passt. Ne? Okay, wenn ich fragen darf, wie viele Mechaniker hast du und wie lange sind die schon in Betrieb, wenn ich fragen darf? Also wir haben 5 Mechaniker und im Prinzip ist es so, dass man eigentlich der längste Mechaniker eben knapp 20 Jahre bei uns ist, der zweitlängste 15 Jahre. Lehrlinge haben wir inzwischen auch schon, ich glaube, 8 ausgebildet in der Zeit, ne? Nur in der Werkstatt halt zumindest. Ne? Haben jetzt wieder aktuell einen Lehrling, das ist keine Frage. Und unser allererster Lehrling von 20 Jahren, der ist auch noch bei uns. Echt, Leimann? Daumen rauf! Bildet sich in moderner Zukunft aus, der Josef. Also Zonko, ich danke dir vielmals für deine Eindrücke. Ich glaube, dem kann man nicht mehr viel mehr hinzufügen, außer dass mich wirklich interessieren würde. Wie findet ihr die Beking? Hat die nach wie vor für euch Kultstatus? Ist es legendär? Würdet ihr selber gerne mal Probe fahren? Und wie findet ihr das Design? Ja? So oder so, mächtige Maschine, vor allen Dingen für das Baujahr, finde ich. Brachial. Lasst uns dafür bitte gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wir bedanken uns, dass wir dieses prächtige Motorrad heute bewegen durften, oder Zonko? Jawohl, es war göttlich, war wirklich göttlich. Beking. Wahnsinn, ich danke euch. Ciao. Bye-bye.